Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Korrekturvideo mal zum Thema Steuerrecht 21 in dem Fall, wo wir uns mit den Verbrauchssteuern befasst haben. Der nette User GU oder GU, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird, der hat sich mit dem Thema sehr stark auseinandergesetzt, hat sehr starkes Background-Wissen und hat mich dann nett und konstruktiv mal auf einige Lücken hingewiesen und Sachen, die nicht ganz sauber formuliert oder so gelaufen sind, einfach wie es korrekt wäre. Und ja, ich habe mir dann ein bisschen Zeit genommen, mich dazu belesen und habe festgestellt, alle Korrekturen reinzunehmen nochmal, das würde nochmal mindestens eine Vorlesung benötigen. Und daher werde ich das jetzt so machen, die kleinen Lücken in den Themen, die ich behandelt habe, die möchte ich hier gerne mitfüllen. Und ich habe einen ganz großen Block, sage ich mal, weggelassen und den möchte ich hier gerne noch ansprechen, und wenn man den benötigt, dann muss man sich dann leider nochmal selbst damit befassen. Aber wie gesagt, ganz vielen lieben Dank an ihn, hat er super gemacht. Und wir fangen halt damit an, dass grundsätzlich gilt, die Steuer, also die Energiesteuer, entsteht im Moment des Inverkehrsbringens und ist für Mineralölprodukte nach § 11, für Kohle nach § 33 und für Gas nach § 39 am 10. des übernächsten Monats fällig. Eine Ausnahme. Und zwar werden Stoffe im Sinne des § 4 Energiesteuergesetz ohne Erlaubnis nach § 6 Energiesteuergesetz hergestellt, dann entsteht die Steuer bereits sofort und das ist geregelt in § 9 des Energiesteuergesetzes. Das hatte ich nicht mit drin. Es gibt zudem auch noch besondere Regeln der § 20 bis 23 Energiesteuergesetz zu beachten, die in der Vorlesung nicht weiter erläutert werden. Das sind die sogenannten Sondertatbestände, die ja mit verschiedenen, ich sag mal, grenzüberschreitenden Wegungen teilweise zu tun und was so in die Richtung geht. Aber wie gesagt, das ist sehr ausführlich, wenn man sowas hat, dann müsste man dort bitte nochmal nachschlagen. Was ich auch nicht erwähnt hatte, ist, dass nach § 7 Absatz 2 Energiesteuergesetz auch die Lagerung einer Erlaubnis bedarf. Also nicht jeder kann einfach lagern. Ich hatte tatsächlich gedacht, das war klar gewesen, dass man dafür eine Erlaubnis braucht, aber nein. Um das der Vollständigkeit halber nochmal zu erwähnen, es ist eine nötig und da steht sie. So, und dann kommen wir nochmal zu den Steuerbefreiungen im Schema der Folien 6 bis 9, wo die § 225 bis 29 Energiesteuergesetz zu nennen sind. Denn diese gelten ebenfalls nur, wenn eine Erlaubnis nach § 24 Absatz 2 Energiesteuergesetz vorliegt. Ausnahmen sind hierbei Inhaber eines Steuerlagers, die Energieerzeugnisse zu steuerfreien Zwecken abgeben nach § 24 Absatz 3 Energiesteuergesetz. Auch das ist noch eine wichtige Ausnahme, die noch quasi ergänzt werden sollte. Und last aber not least, die § 45 bis 60 Energiesteuergesetz, da sind noch einige weitere Regelungen drin, Spezialregelungen, denn die regeln halt den sogenannten Begriff der Entlastung, und bei von Entlastung spricht man halt immer dann, wenn es sich um die Erstattung von gezahlter Steuer, in dem Fall halt Energiesteuer, handelt, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen. Das heißt, sie ist erstmal eigentlich steuerpflichtig gewesen, in Anführungszeichen, wurde gezahlt. Dann kommen diese Entlastungstatbestände. Und sie ist technisch gesehen zwar immer noch steuerpflichtig gewesen, aber jetzt greift der Entlastungstatbestand. Und ja, diese gezahlte Energiesteuer kann dann quasi wieder zurückgefordert werden. Gut, das war wie gesagt das Ergänzungsvideo. Wenn ich jetzt diese ganzen Sachen komplett noch behandeln würde, wäre es locker ein neues Video. Der Rest der Vorlesung gilt, aber wenn man jetzt einen dieser genannten Fälle hier hat, dann möchte ich bitten, dort nochmal selbst nachzuschauen, dort ins Detail zu gehen. Keine Vorlesung kann sowieso alle Details beinhalten, das ist ganz klar, aber auch hier diese letzten Paragraphen, den Entlastung zum Beispiel, habe ich komplett weggelassen. Wer sich damit vertraut machen möchte oder wer es benötigt, der könnte sich da bitte informieren. Und ich hoffe, das war jetzt einigermaßen hilfreich und hat auch die Lücken gefüllt. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Tschüss.